sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur gemeinsamen Jahresversammlung unserer Verbände Südwesttextil und Gesamtmasche. Ich freue mich, so viele Mitglieder und Gäste hier in Albstadt-Ebingen zu sehen. Damit habe ich kaum gerechnet, denn zum ersten Mal in unserer gemeinsamen Veranstaltungsreihe haben wir uns aus dem Raum Stuttgart hinausgewagt. Und ich hatte Sorge, dass dies manch einen großstädtisch geprägten Geist überfordern könnte. Aber weit gefehlt. Grund für Ihren großen Zuspruch ist zum einen gewiss der herausragende Festredner, den ich hiermit herzlich begrüße, Herr Professor Dr. Bullinger, seien Sie uns willkommen. Grund ist zum anderen aber auch der ganz besondere Ort, an dem wir uns befinden. Das neue Technologie- und Entwicklungszentrum der Kurz-Beckert KG. Dass wir heute hier tagen dürfen, ist nicht nur eine große Geste der Gastfreundschaft unserer Verbände, es dokumentiert auch die Aufgeschlossenheit des Gastgebers gegenüber der Neugier seiner Gäste. Auf Neues begierig zu sein, ist das Schlechteste ja nicht. Denn das ist die Voraussetzung für Fortschritt und Entwicklung. Wenn Sie, meine Damen und Herren, heute neugierig nach Albstadt gekommen sind, dann dürfen Sie sich auch gerne beim Hausherrn bedanken, der uns die Möglichkeit gibt, ein wenig hinter die Kulissen des TEZ gucken zu dürfen. Sehr geehrter, lieber Herr Lindner, ich begrüße Sie herzlich im Namen der Textil- und Bekleidungsindustrie in Ihren eigenen Räumen. Es ist uns eine große Freude, ganz besonders für mich, dass Sie sich persönlich die Zeit nehmen, zu uns zu sprechen. Waren wir doch in den letzten Jahren mit wichtigen Themen gemeinsam unterwegs. Wir wissen, dass Sie ein vielbeschäftigter Mann sind, in Ihrem eigenen, weltweit aufgestellten Unternehmen mit 7.000 Mitarbeitern ohnehin, aber auch seit einigen Monaten als Präsident des Verbandes des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Ich wünsche Ihnen in dieser großen Verantwortung viel Erfolg. Mit Spannung warte ich auch auf Ihr nachfolgendes Grußwort. Zuvor möchte ich aber noch weitere Gäste begrüßen. Ich freue mich, dass Herr Oberbürgermeister von Altstadt, Herr Dr. Jürgen Gnewe-Kock, hier ist. Später erwarten wir auch den Landrat des Zollernalbkreises oder ist er in der Zwischenzeit schon eingetroffen? Noch nicht. Also Herr Zollern, Herr Landrat, auch jetzt schon indirekt begrüßt, Herr Günther Martin Pauli. Außerdem grüße ich Frau Ministerialdirektorin Meister Schäufelin, die sich überraschend noch von Stuttgart hierher begeben hat. Herzlich willkommen, Frau Meister Schäufelin. Sie werden wahrscheinlich noch außer der großen Erwartung für die heutige Veranstaltung in einer bestimmten Erwartung im Ministerium sein, nämlich die Erwartung, wer ist mein neuer Chef und wie kriege ich den Chef gut in den Griff. Dafür auch viel Erfolg, Frau Meister Schäufelin. Ganz besonders möchte ich auch begrüßen die ehemaligen Präsidenten und meine Vorgänger von Südwesttextil, Herrn Dr. Reinhard Bauer und Herrn Karl Moll, sowie auch ganz besonders herzlich unseren ehemaligen Hauptgeschäftsführer Dr. Rolf Gaber mit seiner Gattin. Ich weiß, dass auch alle anderen Gäste es verdient hätten, namentlich erwähnt zu werden. Wir erlauben uns aber hier
eine gewisse Sportlichkeit und begrüßen Sie wie üblich zusammengefasst. So freue ich mich über unsere Gäste aus der Politik, namentlich den Baden-Württembergischen Landtag, aus den Ministerien des Bundes und des Landes, der Verwaltung, der Wirtschaft und den Kammern. Willkommen heiße ich auch die Gäste aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft, den Forschungsinstituten, aus der Arbeitsgerichtsbarkeit, den Hochschulen sowie von den Berufs- und Modeschulen. Und wir freuen uns über die anwesenden Vertreter aus unseren befreundeten Verbänden, der IG Metall sowie von der Presse und hoffen auf eine gute Berichterstattung. Einen Namen möchte ich an dieser Stelle aber doch besonders erwähnen. Es ist nämlich der meines Nachfolgers. In der vorangegangenen Mitgliederversammlung haben wir Herrn Dr. Axel Nickel einstimmig zum neuen Präsidenten von Südwesttextil gewählt. Ich selbst habe, wie Sie sicher sich noch erinnern, das Amt vor 2 Jahren mit dem Ziel übernommen, den geordneten Generationswechsel in der Verbandsspitze zu begleiten. Und ich darf sagen, das ist uns gelungen. Herr Dr. Nickel ist Sprecher der Geschäftsführung der Lindenfarb Textilveredelung in Aalen. Er wird mit Ablauf der heutigen Mitgliederversammlung die Verantwortung übernehmen. Herr Dr. Nickel, auch von hier aus nochmal meine besten Glückwünsche und viel Erfolg in Ihrer großen Verantwortung. Außerdem haben wir Herrn Hans Diegel von Diegel Menswear erneut zum ersten Vizepräsidenten gewählt, sowie Frau Donata Abelt-Ihling von der Firma Alfred Abelt in Oberkirch, Herrn Stefan Schulz von der Firma Paul Hartmann und Herrn Bodo Bölzle von Amann Negarne zu weiteren Präsidiumsmitgliedern. Ich wünsche Ihnen allen eine glückliche Hand und viel Erfolg. Mit Albstadt verbinden mich viele Erinnerungen. Nicht nur an die schönen Wanderungen in dieser Gegend, sondern auch 2 ganz besondere berufliche oder geschäftliche, die ich kurz ansprechen möchte. Und zwar war ich Anfang 1972 noch damals für die Schwäbische Treuhand, heute Ernst und Young, hier in Albstadt, um ein Nachbarunternehmen, eine große erfolgreiche Strickerei zu bewerten und für den Gläubigerausschuss ein Gutachten zu machen. Ich erinnere mich deshalb so genau, wenn ich die zurückliegende Zeit sehe, dann hat vermutlich mit diesem ersten großen Problem einer, wie gesagt, sehr erfolgreichen Strickerei die langsame Zurückentwicklung der Strickereien in diesem Raum begonnen. Leider, muss man rückwirkend sagen. Ich erinnere mich noch an eine andere Gegebenheit hier, und zwar eine Veranstaltung bei der Gewerkschaft Textil und Bekleidung, so hieß sie damals noch. Wir hatten ja früher eine eigene Gewerkschaft. Heute sind wir ja angeschlossen, haben wir ja mit der IG Metall zu tun, weil sich die Gewerkschaft Textil und Bekleidung dort fusioniert hat oder eingebracht hat. Damals hat die Gewerkschaft Textil und Bekleidung Veranstaltungen gemacht mit Betriebsräten, mit Mitgliedern hier in Albstadt und Unternehmer zum Vortrag eingeladen. Wenn ich in die Runde gucke, erkenne ich ein Gesicht, was mit dabei war, Sie nämlich, Herr Dr. Gaber, wenn Sie sich noch erinnern. Und ich hatte zusammen mit dem damaligen Vorstandschef von Schießer einen Vortrag zu halten, also er einen Vortrag, ich einen Vortrag über die Zukunft der Textilindustrie. Meine Argumente waren damals, wenn wir stark bleiben wollen als Textilindustrie, und es war Anfang der 80er Jahre, dann müssen wir es gemeinsam schaffen, denn unser Wettbewerb ist nicht hier,
in Europa oder im Inland, in Deutschland zu sehen, sondern international aufgestellt. Leider hat meine Überzeugung nicht ganz ausgereicht, das rüberzubringen. Und wir müssen ja leider heute feststellen, dass wir nicht diese Größenordnung und diese Bedeutung haben wie Anfang der 80er Jahre. Übrigens, es gab dann eine Folgeveranstaltung im Jahr darauf. Da war der Redner Herr Untersee von der KBC ein großer Garant über viele Jahre, dass die Vorstufen Spinnerei und Weberei langfristig beschäftigt werden konnten und auch langfristige Planungen machen konnten. Hier können wir ihn nur noch in die Höhe begrüßen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lindner, für Ihr Angebot, hier bei uns die heutige Veranstaltung zu haben. Und man kann ja hier feststellen, dass es selten Angebote im Wirtschaftsleben gibt, die man so ungeprüft und spontan und dankbar annehmen kann. Und deshalb bitte ich Sie jetzt, Herr Lindner, Ihr Grußwort zu uns zu sprechen.